Willkommen zurück beim Goldpriester. Season 1 steht jetzt kurz bevor. Ich denke mal, das müsste nächste Woche der Reveal sein. Und heute schauen wir uns nochmal ein paar Informationen zu Battlefield 2042 an. Und zwar hat jetzt die Weekly begonnen. Und dann gibt es noch einige weitere Informationen zur Battlefield-Währung sowie zu einem neuen Modus. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vergesst jetzt nicht, das Video zu bewerten. Und vor allem, wenn ihr noch kein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich werde auf jeden Fall zukünftig weitere Battlefield 2042-Videos bringen und auch neue FPS-Games vorstellen. So, an dieser Stelle gibt es jetzt einen kleinen Shoutout an Refterman1999, der hat mich gerade auf dem Server getroffen und natürlich spiele ich noch das Spiel und ich werde auf jeden Fall natürlich immer die Weeklies freischalten, sowie auch neue Modis testen und deswegen trefft er mich auf jeden Fall auch im Server an. Es gab jetzt eine Playlist-Änderung in All-Out-Warfare-Modus und zwar haben sie dort jetzt die Exodus-Playlist eingeführt. Die seht ihr jetzt hier ganz links und in der Mitte habt ihr noch die ganz normale und ganz rechts den Durchbruchmodus. Konkret sind jetzt folgende Maps dazugekommen und zwar Arica Harbor, Valparaiso, Noshia Kanäle und Kaspische Grenze. Die gab es ja früher erst nur im Portalmodus und die haben sie halt jetzt zum Hauptmodus hinzugefügt. Die neuen Karten könnt ihr übrigens auch im Solo- bzw. im Koop-Modus spielen. So habe ich das nämlich gerade auch im Hintergrund abgerufen. Habt ihr jetzt in diesem Monat EA Play bzw. EA Play Pro gebucht? Das ist ja dieser Abo-Service von EA, wo ihr die ganzen Spiele im Prinzip durch das monatliche Abo spielen könnt. Könnt ihr jetzt in diesem Monat für den RAW eine neue Kopfbedeckung freischalten und zwar heißt die Dust Proof und die seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Seit dem 2.6. läuft jetzt schon die wöchentliche Aufgabe und zwar können wir uns diesmal jetzt einen neuen Nightbird-Skin freischalten und zwar heißt dieser Krähe. Diese Aufgabe läuft jetzt übrigens noch bis zum Donnerstag, bis zum 9. und zwar bis vormittags. Damit befinden wir uns jetzt übrigens schon in Woche 25 nach dem Release von Battlefield 2042 und die einzigen Neuerungen, die wir jetzt bekommen haben, sind halt die wöchentlichen Aufgaben und ansonsten halt die ganzen Bugfixes, aber Neues ist sonst nichts da hinzugefügt worden. Ich werde auf jeden Fall, bevor Season 1 dann komplett startet, das wird wahrscheinlich dann nächste Woche sein, werde ich auf jeden Fall mal eine komplette Zusammenfassung von allen Belohnungen machen. Wie gesagt, ich habe mir die alle abgespeichert und da können wir einfach nochmal eine komplette Übersicht sehen, was wir bisher alles bekommen haben. Also es ist wirklich extrem wenig, wenn ihr mich fragt. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier trotzdem mal den Heli-Skin für euch aktiviert bzw. ausgerüstet und da könnt ihr den jetzt hier mal sehen. Das ist so eine Carbon-Optik, hinten ist blau. Und vorne ist, wie gesagt, nochmal so eine Verwirbelung. Ich finde, die hätten jetzt ruhig auch mal einen auffälligen Skin machen können, meinetwegen in knallig orange oder so. Da hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt. So, wenn ihr die wöchentliche Aufgabe diesmal freischalten wollt, braucht ihr jetzt LMG oder Präzisionsgewehr-Kills. Dann braucht ihr noch insgesamt 1500 verursachten Gadget-Schaden. Und als letztes müsst ihr noch 500 Punkte von Teammitgliedern heilen bzw. von Fahrzeugen regenerieren, also reparieren. So, bei den Gadgets würde ich euch empfehlen, nehmt auf jeden Fall den rückstoßfreien Raketenwerfer, damit könnt ihr ja auch auf Infanteristen zielen. Oder wenn ihr jetzt schon etwas besser seid, könnt ihr natürlich auch C5 nehmen. So, für die Heilung nehmt ihr Maria Falk, dann nehmt ihr halt die Spritzpistole mit. Und ich würde auf jeden Fall nicht probieren, mit diesem Reparaturwerkzeug irgendwelche Fahrzeuge zu reparieren, das dauert viel zu lange. Wenn ihr natürlich irgendwo im Heli reinschaut und ihr habt das dabei, da könnt ihr das natürlich auf jeden Fall auch nutzen. Bei Präzisionsgewehren sind diese DMRs gemeint, also nicht die Scharfschützengewehre, sondern die daneben. Und bei den LMGs würde ich euch auf jeden Fall das erste empfehlen, das zweite, die PKP, die haben sie jetzt mittlerweile so abgeschwächt, dass sie mittlerweile überhaupt gar keinen Spaß mehr macht. So, da möchte DICE ja die ganzen Spezialisten überarbeiten, dazu gehört einmal das Aussehen, dass es jetzt nicht mehr so kindlich aussieht, beziehungsweise so lustig. Und die wollen natürlich in diesem Zusammenhang auch nochmal die ganzen Voicelines überarbeiten, beziehungsweise rewirken. Und da gibt es jetzt zwei neue Voicelines und ich würde mal sagen, da hören wir jetzt mal rein. How about this? I'll try not to make you look bad if you try to keep up. Charlie Foxtrot, here we come. So, dann gibt es jetzt weitere Informationen zum Battle Pass. Und zwar, wir haben einmal den kostenlosen Battle Pass, wo von 100 Stufen nur einige freispielbar sind. Und wenn ihr jetzt alle 100 Stufen freischalten wollt, braucht ihr diesen Battle Pass, wo man Geld dafür bezahlt. Eventuell habt ihr diesen Battle Pass bereits in der Version drin, also wo ihr halt erworben habt. Oder aber ihr habt zum Beispiel jetzt nur die Grundversion und ihr wollt jetzt zum Beispiel die anderen noch freischalten. Dann müsst ihr im Prinzip nochmal extra dafür Geld ausgeben. Durch den Battle Pass, der dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwann kommen wird oder übernächste Woche, werden wir ja nicht nur irgendwelche Items bekommen, wie jetzt irgendwelche Abzeichen für die Fahrzeuge oder Skins. Ich sag mal so, die sind jetzt nicht unbedingt spielrelevant, sondern zum Beispiel auch neue Spezialisten, Fahrzeuge, Waffen und so weiter. Und diese Sachen, die jetzt spielrelevant sind, die bekommt natürlich jeder, egal ob der jetzt diesen kostenlosen Battle Pass hat oder den Battle Pass, wo man halt dafür bezahlen muss. Jetzt kommt nochmal so ein Punkt, wo ich sagen muss, wenn das wirklich so stimmen sollte, dass es wirklich mega krass ist. Und zwar, ihr habt ja normalerweise eine Season und wenn die Season um ist, so ist es zum Beispiel in COD, dann habt ihr nachträglich eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt spezielle Sachen aus diesem Battle Pass freizuspielen, außer jetzt sage ich mal die Waffen oder sowas, ne? Und jetzt soll es angeblich hier so sein, wenn ihr jetzt die komplette Season 1 verpasst habt, soll es im Nachhinein noch möglich sein, dass ihr aus der Season 1 die ganzen Sachen meinetwegen jetzt in der Season 2 noch freispielen könnt. Und wenn das wirklich so stimmen sollte, wie das jetzt hier steht, das ist jetzt nur mal so eine Vorinformation, dann wäre das natürlich mega gut. So, wie bekommt ihr jetzt XP für den Battle Pass? Der wird ja, wie gesagt, wahrscheinlich 100 Stufen besitzen.
Und ihr spielt im Prinzip halt ganz normal den Hauptmodus beziehungsweise Hazard Zone oder den Portalmodus. Und wenn ihr dort halt spielt, bekommt ihr XP und diese XP werden euch dann für die Battle Pass gut geschrieben. Hazard Zone wurde jetzt zwar nicht mehr supported in dem Sinne mit Updates, aber ich denke mal, dort müsste das auf jeden Fall auch funktionieren. Der kostenlose Battle Pass beinhaltet übrigens 30 von 100 Stufen. Doch was kann alles jetzt im Battle Pass enthalten sein? Und zwar besondere Skins für den Soldaten oder auch für die Fahrzeuge, neue Spielerhintergrundkarten, Waffenanhänger, neue Takedown-Animationen und zusätzlich zum Beispiel auch die Battlefield-Währung. Die kann man nämlich dort auch verdienen. Also diese Battlefield-Währung ist sozusagen diese Echtgeld-Währung und diese Echtgeld-Währung könnt ihr auch im Battle Pass freischalten. So, wenn das wirklich jetzt so stimmen sollte, diese Informationen, die jetzt hier dastehen, das sind so halbgesicherte Informationen, dann wäre das natürlich mega gut. Die Frage ist jetzt nur die, kann man mit der ersten Season jetzt so viele Punkte freischalten oder freispielen, sodass man dann mit diesen Punkten quasi den nächsten Battle Pass umsonst bekommt? Das wäre natürlich die Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle. Wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich mega gut, aber da müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten. Wer jetzt zum Beispiel den Battle Pass kauft und aber nicht so viel Zeit hatte und dennoch alles freischalten möchte, hat jetzt zwei Optionen. Und zwar, ihr habt einmal den Battle Pass, wo ihr ganz normal kauft. Da habt ihr alle 100 Stufen, die ihr freischalten könnt. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Battle Pass, wo die ersten Stufen bereits schon freigeschalten sind. Der wird natürlich ein bisschen mehr kosten, den könnt ihr kaufen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, mir fehlen jetzt noch 10 Stufen, die möchte ich jetzt aber besonders schnell freischalten, da könnt ihr diese Stufen zum Beispiel auch einzeln freischalten. Und da kostet jede Stufe 150 dieser Battlefield-Währung. So, die Battlefield-Währung nennt sich übrigens Battlefield Coins und wird abgekürzt BFC. Und mit diesen Coins könnt ihr natürlich dann auch im Shop einige Sachen kaufen, die jetzt zum Beispiel nicht im Battle Pass enthalten sind. Das sind dann irgendwelche Skin-Pakete für Soldaten oder Fahrzeuge und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch ein Shop-Update. Zurzeit gibt es ja nur diesen Season Pass, den man kaufen kann und die andere Version da, die besonders teure. So, da gibt es im Portal jetzt einen neuen Modus, der heißt Nemesis und den habe ich jetzt hier gerade für euch mal getestet und ich muss echt sagen, der ist wirklich extrem nice. Ich habe jetzt hier mal die besten Gameplay-Szenen zusammengeschnitten, dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Also ich kann den wirklich nur ans Herz legen, der macht wirklich extrem viel Spaß. Also die DMR ist echt nice, also da muss man echt sagen, wenn ihr die DMR noch nicht gespielt habt, die erste, kann man nur sagen, probiert es mal aus. Also das Ding ist wirklich nicht schlecht, ne? Muss natürlich auch ein bisschen einspielen erstmal. Bin ich das jetzt oder was? Nemesis-Time-Account. Bin ich das jetzt oder was? Wo sehe ich denn das, ob ich Nemesis bin? Da steht gerade, you are. Das war klar, dass die hier hochkommen. Und ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ich sehe gerade, das ist ja echt ein Problem, wenn man keine Muni mehr hat. Ne? Also, jetzt kommen sie natürlich alle zu mir. Ah, du hast Punkte als Defender verdient. Scheinbar, wenn man Nemesis ist und eine gewisse Zeit ausharrt, kriegt man Punkte. Und die werden dann dem Team gut geschrieben. Je länger du überlebst als VIP oder als Nemesis, desto besser ist das für dein Team. Jetzt ist er Nemesis hier. Dieser eine da. Ich verstehe es nicht. Der Angel Mörder kommt Muni Mensch. Oder habe ich das falsch gesehen? Der kann doch mal Muni schmeißen. Ich verstehe das nicht. Das müsste auch angezeigt werden, wie viel Muni jemand noch hat oder ob er als Muni braucht, ne? Das wäre auch mal eine geile Anzeige, dass man das sieht. Ob die Teamkameraden, sagen wir schon mal, noch genügend Muni haben und wenn nicht, gibst du aus Angel die Munition rüber. Das wäre mal eine geile Aktion, wenn sie das reinbügen würden, aber nur für die Teamkameraden natürlich, ne? Dass man von Weitem aus Angel sieht, aha, der hat jetzt gar keine Munition mehr, da könnte ich da mal was hingeben, ne? So, das wäre eigentlich total sinnvoll. Und da könnte man sagen, okay, der Angel, der levelt gleichzeitig noch T1 damit, ne? Ich meine, das sind doch zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Also irgendwas war hier gerade voll. Okay, den habe ich. Jetzt frage ich mich bloß eins. Wir sind zu dritt und die sind zu fünft. Ja, toll. Und ich bin markiert. Sehr schön. Und ich stehe jetzt am Rande hier, ist eigentlich ganz gut, weil man hier nicht so schnell hinkommt. Also die DMR ist schon ganz gut, das sind drei Schüsse auf Entfernung, sehe ich, und zwei im Nahbereich. Die DMR ist echt nicht schlecht, ne? Also die erste ist, finde ich, ganz gut. Ich weiß nicht, wie die zweite ist. Die habe ich schon die ganze oft gespielt, aber die geht eigentlich. Der ist einfach mal AFK. Und ich habe keine Muni mehr. Alter, ne, oder? Ich glaube, es macht sogar Sinn, wenn er das Muni-Pack mitnimmt, statt den Raketenwerfer. Also das ist echt bescheuert. Der hat mir gerade Muni gegeben. 13. Ha. Oh oh, jetzt kommt der noch. Jetzt kommt der Boris. Bescheuert, ey, dass du hier nirgendwo Muni kriegst.
Was jetzt hier noch fehlt, ist eine Muni-Station, die es einfach mal auf die Map installieren, sage ich mal. Klar kann man jetzt ein Muni-Pack mitnehmen, aber das wäre natürlich besser, wenn sie jetzt noch eine Muni-Station irgendwo hätten hier auf der Map, wo man einfach hingeht. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Weil 33 Schüsse mit dem DMR, das ist schon ein bisschen wenig. Brauchst 3 Schüsse auf Entfernung, ein paar gehen vorbei, also so viel kannst du gar nicht damit holen. Und dann bist du wieder auf dem Trockenen, ne? Oh. Wo sitzt der denn da? Ist der hier oben auf diesem Ding? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass hier oben einer hochgegangen ist. Wo war denn der jetzt? Also das DMR ist echt nicht schlecht. Da kann man echt mal nichts dagegen sagen. Ist wirklich gut. Ich spiele jetzt eigentlich nicht so gerne Sniper und DMRs, aber das macht wirklich Spaß hier. Das erste, wie gesagt, ne? Im Flug, Alter. Geil, wie geil ist das denn, ey? Da war er schon, der nächste. Er ist echt nicht schlecht, ne? Also da kann man nicht meckern. Ja, auf Entfernung müsst ihr ein bisschen kalibrieren, aber ihr müsst natürlich den erweiterten Lauf mitnehmen und die Muni, die jetzt weniger Bullet Drop hat, ne?